Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Interstellar Transport Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Tut ein bisschen weh, macht aber nichts. Ich also, für euch erstmal nicht. Das ist wirklich fürchterlich. Direkt auf die Zunge gebissen. Also, manchmal mache ich aber auch Dinge. So, hier geht jetzt der zweite Große auf Reisen. Das finde ich schon mal ganz gut. Das heißt, der erste Große, der ist hier hinten irgendwo noch unterwegs, ne? Und das ist ja auch einer, der zu Titan fliegt. Der scheint etwas schneller zu fliegen von der Grundgeschwindigkeit her. Hat aber auch schon jede Menge Zeugs geladen. Also die sehen ja schon mal ganz gut aus. Sehr schön. Dann werden wir jetzt mal gucken. Hier müssen ja auch welche rausfliegen. Genau, Callistus Supply neu. Und genau, die machen wir jetzt nochmal neu. Da machen wir jetzt nochmal eine Lage. Da haben wir ja schon einmal welche gebaut. Ne? Die kaufen wir jetzt nochmal. Genau diese hier, ne? Diesen Space Boss. Für Callisto einmal nochmal neu. Zack. Dann machen wir den für Europa nochmal neu. Zack. Dann machen wir den für Ganymede nochmal neu. Und natürlich für Io nochmal neu. So. Und dann kaufen wir uns natürlich auch noch einen ganz großen hier. Und dann lassen wir die Zusammensetzung einfach so, wie sie jetzt ist. Auch wenn es ein bisschen komisch krumm und schief alles ist. Das gefällt mir alles nicht. Gefällt mir nicht. Zu krumm und zu schief. Warte mal, kriege ich 10 raus. Wenn wir nur 25 Mann reichen, aus, wenn wir 25 Minuten fliegen, ne? Ne, nicht hier 5, sondern da 5 und da nochmal 5. So, das sieht besser aus. Dann werden wir nämlich hier so einen nochmal direkt zum Supply von Titan schicken. Denn da geht nämlich auch nochmal einiges drauf, glaube ich. Zack. So. Gut. Also Titan-Leute haben wir auch schon wieder 97, die hier warten. Also da können wir dann theoretisch 2 solcher Schiffe hier dann da losschicken. Das müssen wir natürlich jetzt richtig schön in Schwung halten. Und natürlich mit den ganz großen Frachtern, die jetzt hier fliegen. Wo sind sie denn dann nicht? Achso. Orientierung. So, mit den ganz großen Frachtern natürlich dann auch sehr, sehr gut immer unterhalten hier die ganze Geschichte und die ganze Sache. So, wie sieht es hier aus jetzt mit Titan? Titan, ja. Okay, also das ist schon mal gut, dass ich jetzt auch diese Dings mit bei habe. 3 Millionen Leute wohnen da schon drauf. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Nahrung gibt es genug, Wasser nicht unbedingt. Aber wir haben zumindest schon mal 6 Dilithiumkristalle hier. Was mich dazu bringt, dass ich jetzt einfach mal aus lauter, weil ich es kann, mache. Und zwar werden wir jetzt, da müssen wir vorher in die Route gehen. Und zwar Supply Titan. Wenn wir auf Titan sind, nehmen wir das mit. Das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir nicht mit. Menschen von mir aus. So. Gut, also wir nehmen Dilithiumkristalle mit. So soll es sein. Und dann werden wir nämlich hier erstmal ein anderes Raumschiff auswählen. Und zwar nehmen wir hier diese Sparrow Rocket. Die hat nämlich 5 Laderäume. Das werden wir entleeren. Hier werden wir sagen, 5 Laderäume davon. Fliege bitte damit zur Erde. Sofort statt ignorieren Nachbestellung. Ja, ignorieren Nachbestellung. Was ist das? Das ist neu. Er zwingt, dass diese Rakete nicht nachbestellt wird, unabhängig wie die Route oder zugewiesen ist, konfiguriert ist. Ach, ich kann in der. Ich kann auch einmalige Raketen. So, also diese werden wir jetzt einfach mal zur Erde zurückschicken. Diese Rakete. Die müsste denn hier rauskommen und dann müssten wir theoretisch die ersten Dilithiumkristalle quasi mal zurückgeliefert kriegen zur Erde. Das könnte durchaus, ich weiß gar nicht, was bietet mir die Erde momentan für Dilithiumkristalle? Gar nicht mal so wenig. Also wenn wir davon 6 Stück anbringen, das sind ein paar tausend, die dadurch zusammenkommen. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Hier sind die beiden Raumschiffe. Da ist das Raumschiff. Ist das andere große auch schon unterwegs? Müsste jetzt auch langsam hier rauskommen. Da ist das, die 03. Gut, habe ich denn schon? Ja, ein viertes habe ich jetzt schon dazu organisiert. Ich werde aber auch noch ein fünftes kaufen, damit denn hier quasi so eine Kette entsteht. Momentan sind wir ungefähr bei Saturn. Naja, gut. Bei Jupiter meine ich. Da müssen wir nochmal hingucken. Was ist jetzt schon wieder los? Das ist eine Melodie. Lokale Behörde Mars haben ausgebaut Large Security Station. Das ist letzter. Nee, das ist okay. Aber das ist okay, dass sie das hier ausgebaut haben zu einer Large Security Station. Denn dadurch sollten wir mehr Sicherheit bekommen in weitere Entfernung. Und Moon sollte dadurch auch einen höheren Absatz an Waffen bekommen.
Wie viele Waffen stellt ihr denn her? 22? Naja gut, ihr habt genug. Aber da sollten denn jedenfalls regelmäßig Waffen auch transportiert werden. Also wir sind schon ordentlich unterwegs jetzt. Kann man schon nicht anders sagen, ne? Hier haben wir auch schon wieder drei. Also das sind aber unterschiedliche, ne? Das sind die, ja, die sind unterschiedliche Planeten, besuchen die. Und hier kommen die nächsten drei dann hoch. Oder vier. Ah ja, gut, dann machen wir gleich nochmal vier von fertig. Ha, da sind da ja fix. Dann machen wir nochmal vier von fertig. Wir kaufen nochmal vier von diesen Space Bus. War das der? Ja, den habe ich genommen. Moment. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So. 10. 20, nee, 25. 25, dann waren es 15 Mann. So. Okay, dann die gehen auf jeden Fall nochmal dahin, nach dort. Die gehen nach Europa nochmal. Nach dorthin. Und nach Io. So. Ne, also da müsste jetzt, hier ist eigentlich ein sehr guter Abfluss auch von den Leuten her. Also das ist ja jede Menge Leute, die dahin wollen. Da kann ich ja jetzt durchaus ein bisschen mehr Linienverkehr machen. Das sind dann immer so in Gruppen von drei Raumschiffen quasi, die dann dahin hingleiten. Das fände ich schon mal gar nicht schlecht. Ich werde jetzt, jetzt werde ich nochmal so ein ganz großes Schiff machen, kaufen. Hier für Titan. Titan, genau, von der Erde aus. So. Bestellen wir noch ein Schiff. Momentan gehen wir gut Geld aus in der Schiffefront, aber das ist okay so. Das muss ja auch so. Und das fliegt mit Entfernung, okay. Nicht ganz, sieht man dann gar nicht. Der Fall ist da auch relativ gering. Und hier treffen sich ein paar Raumschiffe. 512, was ist das für eins? 900 und, okay. Fliegen die denn alle hin? Achso, die fliegen alle da oben hoch, ja. Da müsste jetzt die nächste Dreierrotte eigentlich auch schon wieder demnächst losfliegen hier. Und das vierte müsste eigentlich jetzt auch langsam rauskommen hier, das vierte große Schiff. Müssten ja schon fünf insgesamt jetzt haben. Na gut, also der Flug bis dahin ist natürlich noch ein Stückchen hin. Ja, das ist klar, aber... Gut, wie sieht's aus? Titan so, die lokale Regierung beschwert sich erstmal darüber, dass relativ wenig Wasser da ist, okay. Aber hier, die Produktion geht weiter. Ist denn die Rakete jetzt hier gar nicht zurückgestartet? Irgendwie nicht, ne? Moment, da ist wahrscheinlich dann doch noch ein Fehler passiert. Sparrow Rocket unterwegs. Wo ist sie unterwegs? F2 Titan, Gewinn 0. Unterwegs. Kann ich die mal. Ah ja. Hat aber nichts an Bord. Kann ich die mal ganz kurz verfolgen? Die ist hier, okay. Oh, die fliegt falsch. Die sollte eigentlich von Titan aus fliegen. Na gut, jetzt haben wir hier schon 10. Jetzt kann ich ja schon eine große Rakete nehmen. Warte mal. Neptun Rocket. Du sollst fliegen von Titan. Herstellung at Titan. Oder. Ja. Schiff bestellen. Da sollte jetzt auf Titan eigentlich ein Raumschiff bestellt sein. Was uns dann theoretisch, praktisch von hier aus startet. Oder etwa nicht. Gucken wir mal, ob wir das jetzt wieder verkackt haben oder nicht. Da ist die Rakete gestartet. Und sie hat 10 Mal. Ja, sehr schön. 10 von den Dingern hat sie. Oh, das ist natürlich auch, sieht auch sehr schön aus. Kann ich das irgendwie großziehen hier?
würde das Bild gerne groß haben hier. Hm, naja, gut. So, haben wir nicht. Falsche Taste hier gedrückt. So, wieder rein hier in das Sonnensystem. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz hier rüber hechten. Nee, den Titan wollte ich jetzt nicht, aber die Rakete haben wir eigentlich. So. Nee. So. Ich glaube, so können wir das mal machen. Dann drücken wir mal kurz noch O. Damit die Linien so ein bisschen, ein paar Linien wenigstens verschwinden. Irgendwann sieht man von der Rakete nicht richtig. So, sieht man die Rakete richtig. Also richtig erkennt tut man sie auch nicht, ne? Erste Dilithium ist auf dem Weg zur Erde. Ob das mal irgendwann erkennbar ist auf dem Thumbnail, weiß ich noch nicht. Das wird sich sehr, sehr, sehr viel später zeigen, glaube ich. Gut, okay. Sorgt aber nichtsdestotrotz dafür, dass wir jetzt hier nochmal die vier hier nochmal bedienen mit jeweils einem Raumschiff. Und zwar... Ein neues Raumschiff, X, bitteschön den 520er Spacebus mit 15 Menschen, glaube ich, war das oder so. Es waren auf jeden Fall hier oben 25 und 10. Ja, so sieht das ganz gut aus. Das können wir auf jeden Fall machen, das geht aber nicht zum Titan, sondern das geht von hier aus und wird auf der Erde hergestellt. Zack. Dann geht das nach Europa, dann geht das nochmal nach dahin und dann natürlich noch nach Io. So, und weil wir so da gerade dabei sind, machen wir natürlich auch noch ein großes Schiff wieder fertig. Da sind wir ja mehr als flexibel. 55, 55, 20, 25, sehr schön. Das Ganze bitte für die Titanroute von der Erde aus. So. Sollte dann ja erstmal wieder ein paar Leute mitnehmen. So, Luna sollte ja, das sollte immer relativ gering sein hier. So im Dings, auch die Leute, die warten auf einen Flieger oder so, das sollte relativ gering sein. So, also, den Raum, den haben wir schon ordentlich gefüllt mit Raumschiffen, ne? Also so ist es ja nicht, ne? Also da muss man ja ehrlich mal sagen, da sind wir richtig, richtig, richtig gut im Gange. Es gefällt mir und wir werden jetzt mal eine Medizinrakete losschicken. Da werden wir gleich mal sagen, da machen wir gleich eine große Rakete hier. So, die Verbindung von unseren Mineralprodukten increase Food of Mars. Okay. Messias Rocket, einmal komplett voll mit dem Zeug hier. Dazu muss ich jetzt aber mal die Route noch machen. Und zwar Medizin, genau, Medizin Titan, haben wir die schon? Medizin Mercury, Medizin, 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 nee. Dann muss ich mal die Supply nehmen hier. Die muss ich gerne mal duplizieren. Und dann nenne ich die um in Medizin. So, und die soll dann das mitnehmen und nicht das mitnehmen. So. Dann werde ich da nämlich jetzt mal zwei Raketen jeweils mit Medizin voll losschicken. Einfach, weil sich das mal gehört, dass da auch mit diesem Medizin ankommt. Sieht gut aus, oder? Ja, Medizin, Erde, Titan, Supply. So, Mercury, das müssen wir dann auch mal ändern. Mal um hier, dass das gleiche in Supply da steht. So. Gut, das heißt, wir müssen jetzt auf dieser, wollen wir ganz gerne, diese Rocket mit Medizin schicken. 40 Mal Medizin. Schicken wir gleich zweimal los. Sollte dann... Jetzt die richtige Route genommen. Ah, wir gucken gleich mal, wenn die Raketen hier rausfliegen, ob die richtigen, ob das Richtige war. So, hier kommt das jetzt an. So, sind das schon die Raketen, die rausfliegen? Die Messias? Nee. Lass mal gucken, wann der Messias hier rausfliegt. Oder ob der vielleicht sogar von der falschen Seite startet. Was haben wir denn noch? Also, erstmal wieder die Orbits wieder an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Was ist jetzt hier hinten noch? Ach, Neptun haben wir hier hinten noch, okay. Ja, die kommt hier irgendwann bald mal an und die ist hier noch unterwegs, die Neptun. Okay. So, und jetzt fliegen hier die Raketen raus und die fliegen raus mit Running Goods. Natürlich habe ich die falsche Route ausgewählt gehabt. Bitteschön.
Medizin hätten wir gerne. Medizin, Erde, Titan. Genau. So. Also nochmal. Gut, haben wir da zwei falsche Raketen losgeschickt. Das habe ich. Ich habe das irgendwie so im Augenwinkel, hatte ich da so. Da dachte ich mir so, da, ich, irgendwas ist da falsch. Aber ja, war es auch wirklich. Schade. Na gut. Fehler machen wir immer wieder und sehr häufig, leider, aber gut, das ist nun mal so. So, und jetzt kommt hier das erste Mal das große Schiff angeflogen. Es hat auch nur ein Jahr gedauert, bis es da war. Huiuiuiui, Tiffy. Das ist aber auch mal eine ganze Weile unterwegs. Also mit Beladen und hin und her fliegen und allem, was dazugehört. Ein Jahr lang unterwegs gewesen. Kommt aber gleich auf Titan an und wird hoffentlich auf Titan dafür sorgen, dass wir erstens jetzt erstmal 28.000 Kohle verdienen. Okay, dafür, dass es 1 Million gekostet hat, ist das relativ wenig. Aber es soll natürlich hier unseren Heimat oder diesen Planeten hier weiterentwickeln. Und natürlich jede Menge Rohstoffe hierher bringen. Und wir sehen schon, wir müssen wahrscheinlich mehr darauf aus sein, Wasser hierher zu bringen. Und Trading Goods. Aber das kriegen wir alles noch unter. Die Bevölkerung wird ja hier auch vehement steigen, wenn denn jetzt diese großen Raumschiffe hier sind. So, und da das erste da ist, zur Feier des Tages, wird natürlich noch ein neues gekauft. Natürlich nicht nur mit dem Inhalt. Das wäre fatal. So, was waren das? 25? 15? 55? 55? Dann machen wir hier 20 noch. So, 55, 55, ja. Wir machen das erstmal noch gleichmäßig mit den Nahrungsmitteln und dem Wasser, weil ich dann noch nicht ganz genau weiß, was und wie das dann kommt, aber das werden wir sehen. Gut, Titan, genau, und das aber nicht Medizin, sondern Supply. Supply, Earth, Titan, Abflug. So. Sehr gut. Sind denn hier die drei schon auf dem Rückweg? Ja, die sind schon auf dem Rückweg hier. Also das sollte jetzt hier hoffentlich ein bisschen besser sein, die Versorgung dieser Planeten. Oh, der hat schon 14 Millionen Einwohner. Okay, wie sieht es hier aus? 6 Millionen auf Io. Europa haben wir richtig viel Bedarf an allem und 5 Millionen Einwohner. Okay, und wie sieht es hier aus auf Callisto? Da haben wir richtig viele Raw Materials, die wir abholen können. Gut, das wird nachher mit dem die Drohnen, das ist unbedingt, das ist extrem, das ist äußerst wichtig, dass ich das mit den Drohnen hinkriege. Dass ich dann hier dieses Solarsystem, dieses komplette alles mit Drohnen machen kann, selber kolonisieren kann, jeden Planeten kolonisiere, Drohnen an, fertig aus. Mickey Mouse nicht mehr drum kümmern. Wir müssen uns dann aber wahrscheinlich immer einen Handelspunkt, wie zum Beispiel hier den Earth aussuchen, der dann mit den anderen Sternen handelt, ne? Also in andere Sonnensysteme fliegt und dort dann die Sachen ja, macht quasi. Gut, so, hier ist die Rakete, die in die falsche Richtung fliegt. Hier ist unsere, das ist natürlich noch interessant, also das wird sehr interessant, da müssen wir mal drauf achten, dass ich mitkriege, wann die ankommt, weil das müssten ja dann doch schon knapp 40.000 bringen, wenn die Rakete hier ankommt. Und das ist natürlich schon mal schön, wenn wir denn die ersten Siliziumkristalle auf Erde liefern. Aber das sehen wir wahrscheinlich alles in der nächsten Folge. Sieht schon ziemlich voll aus hier, unsere Gegend. Kann erstmal so ein bisschen laufen, wir müssen Forschungspunkte sammeln. Ich nehme an, dass wir uns so ein bisschen punktuell nochmal um ein paar kleine Sachen kümmern müssen, so zwischendurch. Aber jetzt erstmal die Sache so linienmäßig laufen lassen können, denn der erste kommt auch schon zurück mit, ja, nichts an Bord, das ist klar. Das war aber so zu erwarten. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.